Ich bin Selina Witschonke, ich studiere Sportmanagement an der Fachhochschule Graubünden und mache gleichzeitig Spitzensport im Sport Girling. Ich bin jetzt hier wegen der Winter Universiade, komme auch hier von der Nähe und ich würde mich sehr freuen, wenn ich im Sport Girling teilnehmen darf, der Winter Universiade 2021. Also wir sind eigentlich zwei Teams, die gegeneinander kämpfen, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt in der ganzen Saison, also Saison 19-20, die geht jetzt noch bis im März, haben wir Punkte gesammelt an Turnier. Plus zusätzlich gibt es dann noch Punkte intern vom Team, zum Beispiel wie wird man eingeschätzt, wie sieht die Zukunft aus, Teamdynamik, einfach noch so ein bisschen andere Sachen als nur Turnierpunkte. Und schlussendlich geht dann das Team, das mehr Punkte gesammelt hat. Ja, das sicher. Also, es ist immer ein grosser Ansporn, jeder grosse Event, aber gerade noch daheim vor den Haustüren motiviert mich extrem, gerade wenn die Eltern oder die ganze Familie oder Freunde kommen, zuschauen können. Das wäre dann schon sehr, sehr ein gutes Event für mich, ja. Also sicher einfach, dass ich Girling spielen kann, aber auch das Zusammenkommen mit anderen Sportlern, mit anderen Sportarten, das finde ich extrem spannend, dass ich mich dort nachher einfach mit denen austauschen kann. Oder ich tue es einfach extrem gerne, halt, wenn die Familie auch dabei ist, einfach Girling spielen, das zeigen, was ich kann. Und eigentlich die ganze Arbeit, die ich schon seit 13 Jahren mache für das Girling, das ganze Training, vielleicht manchmal auch ein unschönes Training oder ein sehr anstrengendes Training, dass das vielleicht auch belohnt wird mit so einem Anlass.